Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Buch der Sprüche, Kapitel 3. Wir betrachten heute miteinander Vers 6. Sprüche 3, Vers 6. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, und er wird gerade machen deine Pfade. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, lehre uns, dich zu erkennen auf all unseren Wegen. Herr, wirke dies doch jetzt durch dein Wort an unseren Herzen. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Der König Salomo lehrt also seinem Sohn die wichtigsten Lektionen. Eine hatten wir schon gehört im Vers zuvor, erinnert ihr euch, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Also, du sollst lernen, wirklich nicht nach deinem eigenen Gutdünken zu leben, dich nicht mit deinem Leben zu gründen auf deinem eigenen Denkvermögen. Dein Verstand soll nicht dein Gott sein, der über alles herrscht, sondern du sollst lernen, dass der Herr unser Gott ist, dem wir vertrauen wollen mit unserem ganzen Herzen. Was heißt es, den Herrn zu vertrauen? Ich sagte drei Dinge, erinnerst du dich? Erstens bedeutet es, wirklich allem zu glauben, was Gott gesagt hat. Nach allem zu tun wollen, was er gesagt hat, darauf dein Leben zu bauen, also kein Besserwisser zu sein, nicht auf deinen Verstand zu vertrauen, sondern zu sagen, Gott weiß alles besser. Und alles, was er sagt, will ich annehmen und tun. In erster Linie natürlich das heilige Evangelium. Zu glauben, dass Jesus für unsere Sünde gestorben und auferstanden ist und zu Rechten Gottes sitzt, der einzige Erlöser. Aber auch alle anderen Dinge, die er lehrt in seinem Wort, von Herzen anzunehmen, zu glauben und tun zu wollen. Zweitens bedeutet es, wirklich in deinem Leben auch anzunehmen, wie er dich führt. Also nicht nur sein Wort, was er sagt, sondern auch, wie er dich führt, da kein Besserwisser zu sein und zu meinen, Gott tut irgendwelche Dinge falsch und du wirst es besser, wie er dich führen sollte, sondern dankbar anzuerkennen, wie er dich führt, ohne Zweifeln, ohne Murren, ohne Klagen, ohne bitter zu werden, sondern zufrieden zu sein mit Gottes Führung. Es bedeutet aber drittens auch wirklich, sich Gott anzubefehlen, also zu glauben, dass er uns hilft, dass er uns seine Leitung schenkt. Auch hier kein Besserwisser zu sein im Alltag, im Alleingang, im Selbstvertrauen, einfach alle Dinge so hinzukriegen, sondern den Herrn zu suchen im Gebet. Zu glauben, dass er mit einem ist und dass er einem hilft. Und ich will dich fragen, wie sah das aus in der letzten Woche? Hast du so im Glauben gelebt? Ist das eine Realität in deinem Leben? Hast du dich geprüft, ob diese Dinge in deinem Leben da sind? Ob du wirklich mit deinem ganzen Herzen vertraust auf den Herrn oder dich noch so viel verlässt auf deinen Verstand? Und hast du deine Kinder gelehrt, diese Dinge zu beherzigen? Nun, heute haben wir eine Art Wiederholung, weil es wirklich ankommen muss in unserem Herzen. Unser Predigttext, unser Vers hier, hat zwei Teile. Erstens wird dir gesagt, was du tun sollst, und zweitens wird dir das Versprechen Gottes gesagt, was er tun wird, wenn du das tust, was er dir sagt. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, und er wird gerade machen deine Pfade. Also, die erste Hälfte, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Was bedeutet das? Nun, unser Leben, ich denke, das weißt du, besteht aus vielen einzelnen Wegen. Und damit meine ich jetzt nicht einfach den Fußweg zum Lebensmittelgeschäft oder den Fahrweg zur Arbeit, sondern all die verschiedenen Wege, die du einschlägst in deinem Leben, all die Entscheidungen, die du treffen musst, all die Richtungen, die du gehst in deinem Leben. Die kleinen Kinder in unserer Mitte, die müssen schon jeden Tag gut überlegen, welche Wege sie gehen. Also wie benehme ich mich heute? Werde ich heute Vater und Mutter gehorsam sein? Wie werde ich heute mit meinen Geschwistern umgehen? Werde ich heute jemand sein, der andere ärgert oder der anderen Gutes tut? Wie werde ich heute in der Schule mich benehmen? Und mit wem werde ich mich heute anfreunden? Mit wem werde ich sein und mit wem besser nicht? Da sind schon für kleine Kinder so viele Wege, die sie sich überlegen müssen, ihr Lebensweg. Und je älter du wirst, desto mehr Wege musst du bedenken. Welchen Weg schlage ich ein?
Und dein Lebensweg besteht aus vielen verschiedenen Richtungen, die du ja gehen kannst. Also, welchen Weg gehe ich mit meiner Ausbildung oder Studium, mit meinem Beruf? Welchen Weg gehe ich alleinstehend? Welchen Weg gehe ich in Bezug auf Partnerfindung oder Beruf oder Freundschaften oder Freizeit oder Finanzen oder Ehe oder Erziehung oder Wohnen und Wohnort oder meine persönliche Entwicklung? Welchen Weg gehe ich in Bezug auf Gemeinde? Welchen Weg geht mein eigenes Leben? Welche Entscheidungen treffe ich? Und manchmal sind es so viele Entscheidungen, dass wir den Überblick verlieren und gar nicht mehr genau wissen, wo man eigentlich gerade geht. All die ganze Lebensplanung, all die Wege deines Lebens. Und natürlich wollen wir einen geraden Weg gehen. Wir wollen einen Weg gehen, der letztendlich ans Ziel führt, der gelingt, der gesegnet ist. Aber wie geht das? Wie geht das, bei all den Wegen ein Leben zu führen, das gelingt? Nochmal Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und hier ist schon die Hauptlektion für dich. Du musst nämlich komplett umdenken. Komplett. Alle Menschen sagen immer, ich muss erkennen, welchen Weg ich gehe. Ich will wissen, was meine Zukunft bringt, wie das verläuft. Ich will erkennen, was ich vielleicht tun sollte oder was auf mich zukommt. Doch das ist gar nicht so sehr das Entscheidende. Es geht als erstes nicht darum, dass du deine Wege erkennst. Es geht darum, dass du ihn erkennst auf all deinen Wegen. Nochmal. Wir wissen häufig nicht, was der morgige Tag überhaupt bringt. Wir haben so viel überhaupt nicht in unserer Hand. In Sprüche 20 heißt es, wie sollte der Mensch seine Wege verstehen? Es geht nicht darum, alle deine Wege zu erkennen. Es geht darum, auf allen deinen Wegen ihn zu erkennen. Verstehst du den Unterschied? Es geht darum, ihn zu kennen. Ihn zu sehen, ihn zu fürchten, ihm zu dienen, ihn zu verherrlichen, auf allen Wegen, die ich gehe, auf jeden einzelnen. Und manchmal weiß ich selber gar nicht, wo es hingeht morgen. Aber es geht nicht darum, meine Zukunft zu kennen, es geht darum, meinen Herrn zu kennen. Und dann kann kommen, was will. Und auf allen meinen Wegen erkenne ich nur ihn. In allen Lebensbereichen, in allen Entscheidungen, was bedeutet das? Nun, im Grunde haben wir jetzt eine Wiederholung vom letzten Mal. Es sind diese Punkte, was es bedeutet, Gott zu glauben, aber jetzt angewandt auf das Thema Gott zu erkennen. Was bedeutet es, Gott zu erkennen auf all deinen Wegen? Erstens, es bedeutet, dass du auf all deinen Wegen ihn erkennst, indem du fragst, was sein Wille und sein Wohlgefallen ist. Bei jedem Weg, den du einschlägst, willst du ihn erkennen, nämlich seinen Willen, was ihm gefällt, was ihn verherrlicht, was seiner Ehre dient, was er möchte. Du fragst nicht auf all deinen Wegen, was ist mein Wille geschehe, was gefällt mir, sondern auf all deinen Wegen sagst du, Herr, was gefällt dir, was entspricht deinem heiligen Willen, was verherrlicht dich, was dient deinem Reich. Denn wir können uns täuschen. Es heißt in Sprüche 14, Vers 12, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber sein Ende sind Wege des Todes. Und darum sagen wir, Herr, was ist dein Wille? Und das kannst du nicht einfach herausfinden durch irgendeine natürliche Offenbarung, die du dir wünschst, dass du plötzlich irgendwo eine leise Stimme hörst, die dir sagt, geh Medizin studieren, weil du dich fragst, was du anstellen sollst mit deinem Leben. Nein, ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, heißt auf all deinen Wegen seinen Willen zu erforschen in seinem Wort. In seinem Wort. Herr, was sagst du bei jedem Schritt, den ich gehe? Herr, was gefällt dir? Was erfreut dich? Was segnest du? Josua Kapitel 1. Der Herr spricht zu Josua. Nur sei stark. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest, zu tun nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche weder zu rechten noch zu linken davon ab, damit es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen Erfolg haben. Und dann wird es dir gelingen. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Der Herr ist mit dir. Er macht deine Pfade gerade.
wenn du ständig danach fragst, was er sagt, wenn du ständig sein Wort erforschst, wenn du danach dein Leben ausrichtest, ihn zu erkennen auf all deinen Wegen bedeutet als erstes seinen Willen zu kennen, sein Wohlgefallen zu erkennen und zu suchen. Das heißt, du bist selbst ein Schriftforscher, du sollst selbst ein Schriftgelehrter werden. Der Herr hat dir noch Älteste gegeben und vielleicht reifere Geschwister in der Gemeinde, die du fragen kannst um Rat, was die Bibel zu sagen hat und nicht einfach nach Menschenweisheit. Das heißt, in jeglichem Bereich deines Lebens gehst du nur voran mit diesem Gebet: Herr, lehre mich, was dein Wille ist in deinem Wort. Und das ist der Grund, warum der Lebensweg von so vielen Menschen so krumm ist, ein heilloses Durcheinander, weil sie ständig über ihre Wege grübeln, anstatt ständig über Gottes Wort zu grübeln. Sie wollen ihren Weg erkennen, wollen wissen, was ihre Zukunft bringt. Dabei sollen sie ihren Gott erkennen und glauben, dass er die Zukunft in der Hand hält und hören, was er in seinem Wort sagt, um es zu tun. Darum erforsche die Heiligen Schriften. Er hat jede Menge zu sagen, wie du zu leben hast als Kind, als Alleinstehender oder in der Ehe, in der Erziehung, wie es aussehen soll im Umgang mit der Gemeinde, im Umgang mit deinen Finanzen, mit deiner Arbeit, mit deiner Freizeit und so weiter und so fort. Die Bibel lehrt dich Prinzipien. Also das Erste, was es bedeutet, Gott zu erkennen auf all deinen Wegen, bedeutet, dass du auf allen Wegen, die du einschlägst, seinen Willen erkennen willst, Gottes Wohlgefallen erkennen willst, durch das Studium der Heiligen Schrift den Weg zu gehen, den er geboten hat. Aber was bedeutet es noch? Es bedeutet, ihn zu erkennen, bedeutet auch, zweitens, erkenne ihn, indem du sein Handeln in allem siehst, seine heilige Vorsehung. Erkenne, dass er es ist, der deine Wege bestimmt. Jeremia, Kapitel 10, Vers 23. Ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seinen Schritt zu lenken. Hast du das gehört? Sprüche 20, Vers 24. Vom Herrn sind die Schritte des Mannes bestimmt, und der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen? Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Sprüche 19, Vers 21. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, der kommt zustande. Oder noch eine Stelle in Daniel 5, wo Belsazar getadelt wird. Da ist es Vers 23, den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Das ist also unser Gott, bei dem alle deine Wege sind, alle Wege, ausnahmslos. Glaubst du, du lenkst dein Leben? Ihn zu erkennen auf all deinen Wegen bedeutet, seine gnädige, freundliche, allmächtige Vaterhand in allen Dingen zu erkennen. Seine heilige Vorsehung zu erkennen, dass er es ist, der meine Wege lenkt und ich darum nicht bitter werde, sondern ihn anbete. Ihm Anerkennung gebe, weil er alle Dinge bestimmt hat. Er hat bestimmt, wann und wo ich geboren werde, in welcher Familie ich aufwachse, wie ich aussehe und alle meine Umstände. Er hat sie bestimmt und ich erkenne in allem seine Hand und ich ergebe mich ihm und ich gebe ihm die Anerkennung für alles, was er tut. Also ihn zu erkennen auf all deinen Wegen heißt auch, ihn in allen Dingen die Anerkennung zu geben für all seine Wege. Erlebe ich Erfolg, so erkenne ich nicht mich auf all meinen Wegen, sondern ich erkenne ihn. Gibt er mir Erfolg, so gebe ich ihm die Ehre und dem Dank. Erlebe ich Misserfolg und Traurigkeit, so will ich ihm danken für diese Demütigung und will sie gnädig annehmen aus seiner Hand. Die Didache,
das älteste Dokument von Christen nach der Heiligen Schrift, eine Gemeindeordnung, die für die Christen geschrieben wurde, da heißt es doch tatsächlich, Zitat, was dir Schlimmes zustößt, nimm als gut auf, da du weißt, dass ohne Gott nichts geschieht. Etwas, was heutzutage überall abgelehnt wird von den Kanzeln. Aber das ist die rechte Haltung, das ist die biblische Haltung, denn es heißt in Prediger Kapitel 7, Vers 14, am Tag des Wohlergehens sei guter Dinge, aber am Tag des Unglücks bedenke auch diesen Tag des Unglücks, diesen wie jenen hat Gott gemacht. Hast du gehört? Ihn zu erkennen auf all deinen Wegen heißt anzuerkennen, dass er alle deine Wege in seiner Hand hat. Und darum auch, wenn du durch viel Leid zu gehen hast, sprechen kannst wie Josef in 1. Mose 50, Vers 20 zu seinen Brüdern, die ihm viel Böses angetan haben. Er kann zu ihnen sprechen, ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen. Erkennst du ihn? Seine gnädige Hand, seine Führung in allem. Nimmst du alles an aus seiner Hand, sei es die guten Tage, dass du erkennst, nicht ich erkenne mich auf all meinen Wegen, meine Stärke, mein Erfolg, meine Weisheit, mein Geschick, sondern ich erkenne ihn auf all meinen Wegen, dass er es ist, der mir Kraft und Weisheit und Erfolg gegeben hat. Und ist da Misserfolg, sind da Rückschläge und Enttäuschungen und so manches Versagen, ich erkenne ihn an, dass er mir seine Erziehung gibt, die Schule der Demütigung, zum Wohl für meinen Charakter. Ich will zufrieden und dankbar und freudig sein, selbst an schweren Tagen. Und selbst bei Tragödien will ich ihn erkennen auf all meinen Wegen. Und weißt du was? Gerade bei Tragödien, gerade bei den finstersten Wegen, wirst du Gott erkennen, wie du ihn vielleicht an schönen Tagen nicht erkannt hast. Ist es nicht das, worum Psalm 23 sich dreht? Ja, und wenn ich auch wanderte, Tal des Todesschattens, so fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken, dein Stab trösten mich. Also wenn du Gott, wenn du ihn erkennst, auch im Tal des Todesschattens, oh, er wird sich dir zu erkennen geben, in so einer trostreichen Weise, wie du ihn vielleicht noch nie erkannt hast zuvor. Auch das Schmerzhafte, auch Verlust und auch alle Traurigkeit. Dass du erkennst, dass einfach alle Dinge dir zum Guten mitwirken müssen, wie Römer 8 es lehrt. Erkennst du ihn so auf all deinen Wegen? Bei all den vielen Wegen, wo du dich fragst, warum das eigentlich nötig war, warum das eigentlich irgendeinen Sinn ergeben soll, es geht nicht darum, dass du deine Wege alle erkennst und alles verstehst. Es geht darum, dass du auf allen Wegen ihn erkennst und verstehst, dass er regiert. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Die Frage ist, hast du das erlernt? Gehst du auf deine Knie? Kannst du heute auf deine Knie gehen? Hast du das jemals getan, dass du auf deine Knie gehst und sagst, Herr, ich erkenne meine Lebenswege so oft überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, warum dieses oder jenes so sein musste. Und das und dieses hat mir besonders wehgetan und tut mir heute noch weh. Aber ich will dich in allen Dingen erkennen. Ich will heute die Hand deiner Vorsehung küssen und preisen. Denn du bist es, der jeden meiner Tage geformt hat und bestimmt hat. Und bis zum heutigen Tag hast du mich geführt. Und ich will alles annehmen, was du verordnet hast. Alles. Und ich will dir sagen, dass deine Führung gut ist. Meine Vergangenheit, meine Lebensumstände, mein Gesundheitszustand, mein Aussehen, was auch immer es ist, wo ich vielleicht geneigt sein könnte, unzufrieden zu sein. Ich will deine Hand küssen, die alles gemacht hat. Kannst du das? Kannst du so auch abschließen mit deiner Vergangenheit, indem du alles siehst als von dem Herrn? Möge es so sein. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. Das heißt nicht, dass du erkennst, wozu alles nötig war.
aber du erkennst ihn. Es bedeutet aber auch drittens, ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, dass du sein Angesicht suchst auf all deinen Wegen. Das heißt, in enger und vertrauter Gemeinschaft mit ihm wandelst. Denn Erkennen in der Bibel bedeutet immer mehr als bloß kognitives Erkennen. Es bedeutet innige, vertraute Gemeinschaft. Zu erkennen, dass du auf all deinen Wegen getrennt von ihm rein gar nichts tun kannst. Jeder Lebensweg, auf jedem Lebensweg sollst du zeigen, dass du deinen Gott kennst. Ich habe Not, aber ich weiß, zu wem ich komme in meiner Not und ich rufe ihn an. Ich habe Freude, ich weiß, wen ich preisen kann und wem ich danken kann, wen mich Anerkennung geben kann. Denn alles in meinem Leben lebe ich in völliger Abhängigkeit von ihm, indem ich ihn erkenne auf all meinen Wegen. Das heißt, ich habe Gemeinschaft mit meinem treuen Gott auf all meinen Wegen. Und das bedeutet vor allem im Gebet zu kommen. Herr, das ist der Weg, den ich, wie ich dein Wort geprüft habe und mir Rat geholt habe und darüber noch viel nachgedacht habe, das ist der Weg, den ich einschlagen will. Aber ich bitte dich, Herr, dass du mir deine Hilfe gibst, dass du meine Wege führst, dass du mir Kraft gibst, dass du mich korrigierst, wo ich einen falschen Weg gehe und dass du mir Gelingen gibst, den Weg zu gehen, der dir gefällt. Sprüche 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Tust du das? Erkennst du so den Herrn auf allen deinen Wegen oder lebst du als Atheist? Dass du einfach so deine Wege gehst, ohne das Angesicht des Herrn zu suchen. Und das bedeutet auch zu flehen, Herr, verhindere alles in meinem Leben, was dir nicht gefällt. Es heißt im Psalm 139, David betet, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigem Weg. Also, diese drei Punkte gehören zum rechten Glauben. Aber das ist es auch, was es bedeutet, in rechter Weise zu erkennen auf all deinen Wegen. Also erstens, seinen Willen, seinen Wohlgefallen zu erkennen in der Schrift, ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, heißt seinen Willen, seinen Wohlgefallen zu erforschen und danach tun zu wollen. Es bedeutet aber auch, ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, seine Führung anzuerkennen, sein Handeln zu erkennen und ihn zu ehren für alles, was er tut. Und drittens, zu erkennen, dass du nur in seiner Erkenntnis, in der Gemeinschaft mit ihm leben kannst, aus seiner Kraft. Sag, ist das der Fall bei dir in deinem Leben? Vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Situation. Oder vielleicht denkst du nach über etwas, was dich noch verletzt aus der Vergangenheit. Erkennst du ihn? Siehst du, dass er alles fügt? Und beugst du dich zufrieden, bereitwillig unter seiner Führung und willst ihm die Ehre geben und küsst die Hand seiner Vorsehung. Wenn du das tust, er verspricht dir etwas. Wir hören hier eine kostbare Verheißung. Wenn du das tust, wird Gott etwas tun. Nochmal Vers 6. Erkenne ihn auf all deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Also wir gehen viele Wege. Wir gehen auch häufig auf Abwegen. Wir gehen häufig krumme Wege, wo es uns mangelt an Unterscheidungsvermögen, an Weisheit. Und weil wir von uns selbst aus so wankelmütig sind, eine Neigung haben, ständig abzuweichen. Das siehst du in jeder Biografie, die du liest, auch von den größten Glaubenshelden. In der Heiligen Schrift sehen wir das. Aber auch bei allen heiligen Männern Gottes und Frauen Gottes in der Geschichte, Kirchengeschichte. Überall siehst du in ihrem Leben, sie haben große Fehler gemacht. Jeder von ihnen hat falsche Wege eingeschlagen. Jeder von ihnen ist doch mal krumme Wege gegangen. Aber was du siehst in jeder Biografie eines wahren gläubigen Menschen, ist, dass Gott auf krummen Linien gerade schreibt oder noch besser gesagt, er macht die Pfade der Sein gerade. Dass sie am Ende ankommen, wo sie ankommen sollen, nämlich in der Herrlichkeit. Denk einmal an Petrus. Oh, wie hat er versagt? Und wie hat Gott alles gerade gerückt in seinem Leben? Oder noch schlimmer, kann man sich noch ein krummeres Leben vorstellen als das von Simson? War da überhaupt irgendwas gerade in seinem Leben? Und am Ende seines Lebens hat Gott doch alles erfüllt, das er erfüllen wollte mit seinem Leben. Und Simson stirbt als Glaubensheld. Am Ende betet
Simson und noch einmal um Kraft vor dem Herrn und er beugte sich mit aller Kraft, da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war und die Toten, die er in seinem Tod tötete, waren mehr als die, die er in seinem Leben getötet hatte und der Herr hat sein Ziel erreicht. Meinst du nicht, er kann deine Pfade gerade machen? Vielleicht schaust du auf dein Leben und denkst, da ist so viel krumm. Da ist so viel schiefgelaufen. Erkenne ihn doch auf all deinen Wegen, such seinen Willen in seinem Wort, sieh die Hand seiner Vorsehung, leb in seiner Gegenwart mit seinem Beistand, in deinem täglichen Lebenswandel, erkenne doch nur ihn auf all deinen Wegen. Und er verspricht dir hier in seinem heiligen Wort, er wird deine Pfade gerade machen. Nimm sein Wort an, vertraue ihm. Er will dich retten von all deinen Abwegen, dass du nicht umkommst, sondern dass du eingehst in die ewige Herrlichkeit. Und hier geht es nicht nur um das Eingehen in die ewige Herrlichkeit, hier geht es auch jetzt schon um dieses Leben, dass er dir Gelingen gibt und Erfolg gibt, dass er Hindernisse wegräumt, sondern ja, dass du seine Wege gehst, dass er mit dir ist und dass er dir Gelingen gibt. Wie haben wir es gelesen in Josua Kapitel 1? Wo er ihm sagt, nimm das Wort, denk darüber nach, handel danach, er wird dir Gelingen geben, überall, wo du hingehst, auf all deinen Wegen wirst du Erfolg haben, überall, wo du hingehst, wird der Herr mit dir sein. Ist es nicht das, was wir auch lesen im Psalm 1, wo es heißt, wer nachsinnt über Gottes Gesetz, über sein Wort, Tag und Nacht? Und da heißt es, alles, was er tut, dieser Mann, gelingt. Glaubst du das? Nun, natürlich wird es nicht immer aussehen wie gelingen. Wir werden auch versagen und denken, was ist da passiert? Aber das ist, was Gottes Wort dir verspricht, dass letztendlich in seiner Vorsehung alle deine Wege gerade sein werden und dass er dir Gelingen gibt auf all deinen Wegen. Glaubst du das? Glaubst du das? Nimmst du heute wirklich Gottes Wort an und willst ihn erkennen auf all deinen Wegen? Und am Ende? Am Ende werden wir dann vor Gott erscheinen, der vielleicht unser ganzes Leben noch einmal mit uns durchgeht. Und wir all diese krummen Wege gehen und wovor der Herr uns bewahrt hat und wie wir auf solche Abwege hätten gehen können. Und er hat uns gnädiglich geführt. Und wir werden bekennen, Herr, nicht ich habe meine Wege erkannt, aber ich habe erkannt, dass du gut bist. Und ich bekenne, dass du meine Wege gerade gemacht hast. Denn von mir aus selbst wären alle meine Pfade krumm. In der Theologie spricht man von dem in sich selbst verkrümmten Menschen, denn das ist, was wir sind seit dem Sündenfall. Es heißt im Prediger 7, Vers 29, allein sie, dies habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig, wörtlich gerade geschaffen hat, sie aber haben viele Ränkel gesucht. Also Gott hat den Menschen gerade gemacht, mit geraden Wegen, aber wir sind gekrümmte Wege gegangen. Wir sind untauglich geworden für Gott. Und müssten geworfen werden in die ewige Hölle. Und so wollen wir nun ihn erkennen auf all unseren Wegen. Und das bedeutet in erster Linie, Christus zu erkennen auf all unseren Wegen. Denn ist er nicht gekommen? Ist er nicht gekommen, damit wir Gott erkennen können? Damit wir uns bekehren von unseren falschen Wegen? Ist er nicht der Weg, den wir nun gehen sollen? Der gerade Weg in die ewige Herrlichkeit? Und darum wollen wir nichts mehr erkennen als Christus und ihn als Gekreuzigten. Wir wollen ihn erkennen auf all unseren Wegen, der gestorben ist für all unsere krumme Wege. Und so sagt Paulus in Philipper Kapitel 3, aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich erachte auch alles für Verlust, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, ihn zu erkennen, meinen Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck erachte, damit ich Christus gewinne und in ihm befunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Christus, seine Erkenntnis ist die, die alles übersteigt
Und so haben wir uns heute Morgen versammelt, um auf all unseren Wegen nur ihn zu erkennen und insbesondere ihn zu erkennen, wie er für uns gekreuzigt wurde, wie er für uns gestorben ist, wie er bezahlt hat für all unsere krummen Wege. Lasst uns ihn erkennen, wenn wir jetzt seinen Tod verkündigen im Herrenmahl. Lasst uns unseren Herrn preisen, der solch ein mächtiger und herrlicher Erlöser ist. Amen.